Wir begrüßen so, Russland, Ungarn. Sind für Sie vor Ort. Und ich bin diese Runde auch nochmal dabei. Und spiele Russland. Wer sich fragt, wer ist ich? Ich bin der Mate Brightman, Tim R. Er ist Fromme. Ich mach den Moderator. Ich mach wahrscheinlich einen besseren Job als die FIFA 18. Der ist das große Ziel jedes Spielers. Egal aus welchem Land du kommst, egal in welcher Liga du spielst, einmal bei der WM dabei zu sein, das ist der große Traum. Und das merkst du bei den sogenannten. Die HSV-Fans haben ja neues Motto. Liebe, Liebe kennt keine Liga. Profis, alle wollen hier dabei sein. Das ist eigentlich ganz legit. Die Russen. Beste Nation überhaupt. Jawohl! Ungarn. Hier Bankingfeld als Bauer. Bankingfeld oder ich weiß nicht, wer ausgesprochen wird. Ich glaube Bankingfeld. Mir ist ein Meme eingefallen zum Gesicht zum Fußballspieler. Tell it to me, oh Lord, tell it to me. Ja, da geben uns ja die Hand, obwohl wir dem Gegenüber eigentlich die Niederlage wünschen. Ja. Wo siehst du heute ihren taktischen Schwerpunkt? Ja, Wolf. Also ich glaube, sie werden Smallow. Smallow ist absolut, das ist absolut cool. Und wenn man das so gut drauf hat, dann ist das eine. Sheriff ist nicht aufgestellt. Was? Ja. Mann, ich hab eigentlich keinen Bock auf, aufzurechnen, aber. Nee, ich mach den rein, wenn die Spieler diese Miete sind. Das ist der Anpfiff, das Spiel läuft. Zweite Halbzeit. Blick! Oh, und die Russen haben schon wieder zu viel Wodka. Das Spiel geht aber Richtung Außenlinie. Scheiße, und die. Wow. Was hat Ungarn? Sissi, super. Sissi! Wo ist die Fünferabwehrkette? Ja, gerade nicht da, Wodka halt. Los, Molov, er rennt wieder durch. Er kennt keinen Halt. Ah, er flankt. Da kommt die Flanke. Schuss! Ganz stark! Er entscheidet auf Foul. Was? Da kann er die Verwarnung noch stecken. Was? Wo? Ah, jetzt. Die Sofortwiederholung werden wir öfter sehen. Wo siehst du dann faul? Gut gespielt. Ball geht nach außen. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Ah, ne. Diesmal sozialer. Mensch. Oh. Er bekommt Hilfe. Und die Chance. Ah! Der Pass. Ja! Nein! Für die Kaiserin! Oh! Für den Kommunismus! Sisi! Oh, der Ball streift da den Pfosten noch! Genauer kann der Abschluss nicht passen! Oh, und das dann noch durch! Ja, durch das. Durch die Arme vom Keeper. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Am Arsch. Kommunismus, der macht das einfach weg. Da, das ist, da ist ein 1-0, der angeht. Russland macht Druck. Das war einfach. Und er hat den Ball. Schalai. Schalai. Er packt das Ball nicht an, sondern er hat einen sehr guten Mann zu verteidigen. Super dazwischen gegangen.
Er versucht. Normalerweise kann ich doch mit Russland. Handspiel. Er pfeift Strafstoß. Ja, Hand im Strafraum. Willst du mich verarschen? Du weißt, wenn FIFA will, dass du verlierst. Du weißt es. Ha. Ich hab gedacht, du ziehst wieder so wie gestern die ganze Zeit hier so nach rechts dann. Mann, ist das mies. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Oh, was kann ich denn dafür, wenn mein Idiot vom Spieler meint, die Hand zu nehmen? Georgi Chikia. Und dann auch im Strafraum. Was ein Depp. Kokori. War aber hart an der Grenze. Das könnte die Chance werden. Okay, so, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Keiner leicht vorgefallen. Und den Ball hat er sich geholt. Ungarn hatte auch noch keine Torgefahr. Nö. Nö, überhaupt nicht. War keine Alexander Torgefahr. Ah, es war alles, aber keine Torgefahr. Und das ist der Ballverlust. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und der Pass, super Kopfball. Jo, Sterling geflogen. Klasse Tor. Das nenne ich. Und ich dachte, Red Bull verleiht Flügel und nicht Wodka. Alter, Wodka verleiht hier 4 Flügel. Ich dachte, ich dachte 4 Beine. Hinter dem Ball und kann ihm genug Tempo mitgeben. Sehr gut gemacht. 2-1, hier ist noch alles drin. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Zagoje. Wie immer geht das jetzt langsam an den aus. Kuschakow. Tim versucht Russland nicht ins Minus zu manövrieren. Ich mach das auch nicht. Jetzt in der Anspielstation. Samedov. Jo, wie ist der denn da reingesprungen? Schön, dass man so viel sieht. Alter, der hatte gerade richtig daneben gerettet. Die Ecke kommt rein. Ah, da können sie nicht entscheiden, klären. Er geht hier mit vollem Körpereinsatz rein. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt wird's gefährlich. Oh. Das Comeback ist real! Jetzt sind sie zurück im Spiel. Alles ja, sind sie, absolut! Oh. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich. Alter. 2-2. Kannst du rauskommen. So. Nein, Smoloff, was machst du? 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Smoloff, mach keinen Kack. Kommt der Schuss. Naja, das ist natürlich doch noch harmlos. Smoloff da an Bord gemacht. Mit dem platzierten Ball ist aber passiert. Nicht platziert. Ach, platzierter Ball ist nicht platziert. Platziert und platzierter Ball, denn ich erkenne es nicht. FIFA, ich bitte dich. Fängt diesen Ball ab. Beide Teams sind gut drauf. Jeweils 2 Treffer in der ersten Hälfte, kann sich sehen lassen. Absolutes Herzrasen. Ja. Let's go on. Das Wetter hat sich in der Pause leider nicht verändert. Es geht regnerisch weiter. Gehen dann auch immer nicht in diesem Spiel. Doch, wenn man das so einstellt. Kuschakow.
Startelf der russischen Mannschaft. Nein, das hast du. Das war richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Das gibt Geld, ja. Für diese Aktion gibt es ja die gelbe Karte. Nicht auch noch von Rudiers, Mann. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Rap. Kranke Welt. Ja. Oh, das haben wir geknackt. Das könnte gefährlich werden. Da geht er vorbei. Oh, da kann er ihn stoppen. Die war mal platziert. Sagoje. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ganz stark gemacht. Das oh ja. Eine gute Gelegenheit. Kokorin. Nein. Oh, Buschi waren das die Nerven. Da fasst so aus. Den muss er eigentlich machen. Da ärgert er sich. Zu guter Pass. Zu früh. Das Spiel breit. Das war nicht die Nerven. Das war der Wodka. Jawohl. Gute Aktion jetzt. Es gibt Vorteil, jetzt kann er flanken. Adam Pinter. Das könnte gefährlich. Er versucht. Oh, das ist doch gefährlich. Keinerlei Torgefahr. Kokorin. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Die Chance zur Führung. Oh, nein! Defensivbasis gut. Das ist nicht wahr! Das war die Gelegenheit! Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Ja, der Wodka hat angeschlagen. Aha! Alexander Golovin. Da holt er den Ball zurück. Adam Pinter. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da passt er auf. Kokorin. Nein, du hättest doch recht oben steifer fahren sollen, auch Spieler. Und da kommt er an den Ball. Ja, schön. Alexander. Kann sein, dass ich den Konter verkackt habe. Gut verteidigt hier. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Hängt dran, Vorrundenspiel. Da gibt es keine Verlängerung. Ja. Ah, scheiße. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ey! Jetzt mein Spieler ist langsam. Oh. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müsste ich. Ja, harmlos. Auch vom Rhein Fernandes. Hast du gerade eine höhere Spielerwertung? Für was? Die Aktion wird. Jetzt also doch. Obwohl, ich glaube, ich weiß nicht. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Warum nochmal die Zeitlupe davon? Alter! Ja, oder dann gibt mir gar keinen Wiederholung, warum denn? Und jetzt darf er sich seinen Applaus abholen. Sehe ich ähnlich? Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Ja, das sind die komischerweise immer, wenn sie ausgewechselt werden. Sag ich weiß nicht. Loslagen nach Druck. Och nein. Weg ist der Ball. Och ja. Und jetzt die Chance. Ja, ganz sicher. Ball ist aus. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Nein, ich habe gedacht, wir konzentrieren uns. Ja. Ich komme ja immer in die Rollbahn vom Ball rein, aber. Wichtig, er holt den Ball. Kokorin. Ja. Golovin. Ja. Führung. So kurz vor Schluss, das Ding müssen sie gewinnen. Das Comeback ist absolut real! Jetzt müssen sie konzentriert bleiben. Ja, und dann gewinnen sie das Ding auch. War das die Entscheidung, Uschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Spring dich um. Wird's jetzt gefährlich? Niemals! Ja! Niemals! Ja! Vielleicht waren sie sogar noch den Siegtreffer. Also, ich glaube, es
wird noch dramatisch. Wow. Und was war dieser Ausgleich in der Nachspielzeit? Jetzt ist hier nochmal richtig Feuer drin. Und okay. Die Fans natürlich. Mann! Ja? Ich hole halt 2-0 auf und mach dann mal die Führung. Ein tolles Spiel, wieder und es bleibt extrem spannend. Ja, wir, das schreit ihr richtig, Fans. Das schreit ihr richtig. Ich war vorbei. Warum pfeifst du ab? Ich war absolut im Angriff. Warum? Ich war absolut im Angriff, Schiedsrichter. Warum pfeifst du ab? Also das bleibt als unentschieden. Nein! Russland und Ungarn bekommen beide keine Punkte und somit ist Tschechien auf dem ersten Platz und ach, Schweden auf dem zweiten. Ja. Ich gebe dir Geld, das Russland gewinnt. Wie viel denn? So 10 Euro? Nee. Das war Sarkasmus für irgendwelche Leute, die jetzt ja denken sollten, das war ernst gemeint. Welche Leute sollen denn denken? Aha! Die Leute. Ja. Obwohl, Neymar geht ja jetzt eigentlich. Nein, ich meine generell Hater, die sich so aus jedem Ding was rausschütten. Egal. Stimmt. Also noch eine Nachricht an alle. Sinnloser Hate bringt euch nichts, haltet euch an Argumente und dann kann man euch erst ernst nehmen. Tschüssi!